einschaltet hier bei einer neuen Folge von Raw Feeling. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die nächsten Tage Saftfasten zu machen. Das habe ich schon mal gemacht, 7 Tage. Und da ging es mir richtig, richtig gut damit. Also ich habe viel Energie gehabt, ich habe nicht wirklich viel Schlaf gebraucht, ich habe mich geistig fit gefühlt. Ich hatte das Gefühl, mein Körper hat mal so richtig schön entgiftet. Also in Kombination mit Chlorella, mit Spirulina und ab und zu einem Einlauf hat es richtig super funktioniert und das möchte ich jetzt ein paar Tage wiederholen. Ist auf jeden Fall eine super Zeit dazu. Es wächst so viel Frisches draußen, was man entsaften kann. Und ich liebe es, frische Zutaten zu nehmen, die gerade Saison haben. Das heißt, ich war vorhin mal draußen im Garten, habe zum Beispiel frische Johannisbeeren und Minze gepflückt. Also Zitronenmelisse. Und war dann nochmal im Bioladen einkaufen, habe mir Bioäpfel geholt und 1 Kilo frische Möhren, eine halbe Zitrone und Ingwer. Also ich versuche es so einfach wie möglich zu halten. Und was wir natürlich brauchen, ist noch ein guter Entsafter. Das ist jetzt hier ein Slow Chooser, der Kuhwings, mit dem bin ich ganz zufrieden. Ja, genau. Und da würde ich mal sagen, lege ich los mit Tag Nummer 1, Rezept Nummer 1. Ja, als erstes wandern die gefütterten Äpfel hier rein in den Entsafter. Also ich habe die jetzt auch, nicht entkernt. Die Kerne können ruhig mit rein. Ups, das schafft er schon. So. Als nächstes kommen die Möhren rein. Zitrone tue ich auch nochmal von der Schale befreien. Kann man zwar auch mit Schale rein, aber das macht es, finde ich, dann zu bitter. Zum Schluss kommt dann noch die Zitronenmelisse rein. So, das ging ja ganz fix, das ist fertig. So, das ist jetzt der Trester. Da werde ich auch nochmal was draus machen. Und das ist jetzt der Saft. Der sieht richtig lecker aus. So verschiedene Farben. Ich zeig's mal. So sieht es jetzt aus. Richtig schön bunt, ne? Also Apfelsaft, Möhrensaft, Johannisbeere, Ingwer und Zitrone, genau. Ja, heute ist Tag Nummer 2 meines Saftfastens. Ich fühle mich gut, energiegeladen, ich habe gut geschlafen und ja, habe bis jetzt wirklich wenig Hunger verspürt. Ich habe, glaube ich, seit gestern um 8 habe ich dann nichts mehr getrunken, also zumindest keine Säfte, nur noch Wasser mit ein bisschen Zitrone. Und jetzt krummelt mein Magen schon so ein bisschen. Ich glaube, das heißt, es ist Zeit für einen neuen Saft. Ich war für ihn einkaufen und habe mir eine Melone mitgebracht. Und aus dem Garten frische Zitronenmelisse und Girsch. Und daraus mache ich mir jetzt einen schönen Saft. Und zwar diesmal nicht im Safter, sondern mit dem Vitamix. Ich finde, das geht ein bisschen flotter. Und ich seide das nochmal durch so ein Tuch oder durch so ein Wäschesieb, tue ich das nochmal durchsieben, damit es ein bisschen feiner wird, damit die groben Sachen von der Melone und von den Wildkräutern rausgesiebt wird. Ja, genau. Und dann zeige ich euch mal, wie mein Saft heute zubereitet wird. Ups, da ist der Bottich auch schon voll. Den mache ich noch ein bisschen klein. Die kommen oben drauf. Zitronenmelisse und junger Girsch. Das riecht schon mal ganz gut. Deckel oben drauf. Das war's. Ging relativ flott.
Und das tue ich jetzt nochmal. Ich habe hier so ein Wäschesieb auf so eine Teekanne und lass das jetzt hier durchfließen. So, das bleibt jetzt übrig. Das ist die ganze grüne Masse, also die ganzen Wildkräuter und noch so ein paar festere Sachen von der Wassermelone. So, das ist jetzt hier der Saft. Der ist jetzt fertig und den lasse ich mir gleich schmecken. Mmh. Ja, schmeckt richtig lecker. Richtig schön erfrischend. Draußen ist es warm. Setze ich mich jetzt noch ein bisschen raus an den Garten damit. Genieße das Wetter. Bis später. Ja, ich bin gerade vom Yoga wiedergekommen, anderthalb Stunden. Ja, das ist immer schön zum Entspannen, zum Runterkommen, das tut mir richtig gut. Ja, aber ich habe gemerkt, im Gegensatz zu wenn ich nicht Saftfasten mache, habe ich schon einen kleinen Energieabfall gemerkt. Vor allem die erste halbe Stunde hatte ich schon so Hunger verspürt. Ich weiß nicht, ob es die anderen auf den Yogamatten gehört haben, aber mein Bauch hat schon ein paar Tönchen von sich gegeben. War schon so ein Magengrummeln da. Deswegen freue ich mich jetzt auf mein Abendbrot. Es gibt den Saft von gestern, da war noch genug da. Also Apfel, Möhre, Zitrone, Ingwer und Wildkräuter, genau, waren noch da drin. Das habe ich jetzt noch mit ein bisschen Wasser aufgefüllt und den trinke ich jetzt schlückchenweise als Abendbrot. Und ja, dann komme ich noch ein bisschen zur Ruhe, werde noch ein bisschen lesen. Also Entspannung ist beim Fasten enorm wichtig. Am besten, man nimmt sich dann nicht mehr wirklich zu viel vor, hat nicht zu viel Stress im Alltag. Also bei mir war das heute nicht so der Fall. Ich habe heute ein bisschen gelesen, habe an Videos gearbeitet, war ein bisschen draußen spazieren, einkaufen. Also der Stress hat sich im Rahmen gehalten. Darauf sollte man beim Fasten auch noch achten. Habe ich zwar auch schon gemacht, in über 40-Stunden-Woche habe ich auch irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube, der Effekt ist einfach nicht der gleiche. Also das Beste ist wirklich, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen. Dann bin ich mal gespannt, wie es mir dann morgen mit Tag 3 geht. Ciao! Ja, schönen guten Morgen. Heute ist Tag Nummer 3 meines Saftfastens. Mir geht's ganz gut. Also ich hatte heute Nacht zwar ein bisschen Hunger verspürt, aber insgesamt vom Schlaf her habe ich weniger Schlaf gebraucht. Also ich bin erst relativ spät ins Bett gestern und doch relativ früh wieder aufgestanden. Ich habe nur 5 Stunden ungefähr geschlafen. Das hat mir gelangt. Also ich fühle mich jetzt schon energiegeladen und war heute früh auf dem Trampolin, habe ein bisschen Sport gemacht, ein paar Kräftigungs- und ein paar Dehnübungen. Das lief ganz gut und schaut mal, ich war draußen im Garten, sieht das nicht hübsch aus, aber bin jetzt immer noch im Garten, habe ich gerade frisch gepflückt und da mache ich mir dann gleich einen Saft draus. Ich habe vorher zwar noch ein paar Termine in der Stadt zu erledigen, ich habe jetzt auch noch keinen Hunger, aber danach gibt es einen frischen Saft aus den Wildkräutern und Beeren und ja, mal gucken, was ich da sonst noch reinhaue in den Saft. Bis später! Ja, das wird jetzt gleich mein Saft für heute, für den dritten Tag, dritten Saftfastentag. Hier habe ich Ananas, Aprikosen, die frischen Erdbeeren aus dem Garten und ich war ja vorhin draußen, habe frische Brennnesseln, Giersch und Löwenzahn habe ich gesammelt und das wandert jetzt alles hier gleich in den Entsafter. Wasser nach. Das
sehr dickflüssig. Aber es kommt. Ja, so sieht jetzt der fertige Saft aus. Richtig toll. Also unten durch die Erdbeeren schön rot. Oben grün durch die Wildkräuter. Ja, so, ich seihe das jetzt nochmal durch ein Tuch. Kann man zwar jetzt auch so trinken, aber ich mag das lieber richtig dünnflüssig. Das ist zumindest bei der Saftkur. Das geht ja eigentlich auch relativ flott mit dem Ausringen hier. Ja, so, der Saft ist fertig. Es ist so ungefähr so ein halber Liter geworden. Sieht richtig schön rot aus durch die Erdbeeren und oben noch so ein bisschen grün durch die Wildkräuter. Bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Riechen tut er auf jeden Fall richtig gut. Schön nach Erdbeer-Ananas. Mmh. Mmh. Richtig lecker, richtig erfrischend. Nom, 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 nom. Oh, hier ist es wunderschön. Ich bin hier im Garten von meiner Oma. Da bin ich gerade zu Besuch und wir trinken gleich Kaffee. Und da gibt es bei mir, wie soll es anders sein, nochmal Saft, den ich vorhin gemacht habe. Also Ananas, Erdbeere und Wildkräuter. Das ist jetzt mein Kaffee. So, das ist jetzt mein Abendessen. Also es wird eine Tomatensuppe. Frische Tomaten mit etwas Knoblauch und aus dem Garten von meiner Oma habe ich jetzt Kapuzinerkresse gepflückt und damit es ein Ticken schärfer wird, noch ein bisschen Cayenne-Extrakt. Ja, zum Glück habe ich ja auch einen Vitamix. Die Oma ist ganz gut ausgestattet. Da wandern jetzt erstmal die ganzen Tomaten in den Mixer. So, die Knoblauchzehe noch. So, dann ist er auch schon voll, der Bottich. So, fertig. So, das ist jetzt mein Abendbrot. Der Tomatensaft. Huh, scharf. Hallo, jetzt ist Tag Nummer 4 meines Saftfastens. Mir geht es soweit ganz gut. Also ich habe erholsam geschlafen, habe allerdings nicht so viel Schlaf gebraucht. Bin eigentlich auch spät ins Bett erst. Um 2 glaube ich erst. Genau, ja. Habe heute früh auch Trampolinspringen gemacht, 20 Minuten. Das mache ich meistens, also fast jeden Morgen, so als Routine. Das tut immer richtig gut. Da kommt der Kreislauf richtig schön in Schwung. Und danach 1,5 Stunden Yoga, also im Yogakurs gewesen. Yoga tut mir eh immer ganz gut, komme ich richtig schön runter, kann entspannen, ja, die Muskeln werden nochmal schön durchgedehnt. Ja, aber ich habe schon gemerkt, ich hatte wieder Hunger beim Yoga. Also ein leichtes Hungergefühl ist trotzdem da. Wenn ich dann immer wieder ein bisschen was trinke, also ich trinke zwischendrin auch viel Wasser, dann verschwindet das auch relativ fix wieder. So fühle ich mich jetzt eigentlich auch fit. Also ja, mir fehlt es an nichts. Ich mache mir jetzt gleich meinen ersten Saft für heute. Ich war draußen im Garten, habe mir Beeren gepflückt und ein paar Wildkräuter. Ja, und den gibt es jetzt gleich. Die Johannisbeeren, die sind richtig schön reif und auch mit Stängel kann man auch ruhig mit entsaften. Dann Brennnesseln, die sind gerade schön am Blühen. Äpfel habe ich schon mal klein geschnitten. Dann hier etwas Salat. Der ist ziemlich in die Höhe gesprossen und dann Giersch, etwas Löwenzahn, frische Himbeeren und hier auch nochmal, die habe ich gestern allerdings schon gepflückt aus Omas Garten. Das wandert jetzt alles gleich in meinen Saft von Tag Nummer 4. Thank you.
gucken. Was gibt es denn hier heute? Miso Soba hast du gemacht, ne? Ja. Ich hab's mir gerade richtig scharf gemacht. Hier mit dem Cayenne-Extrakt. Ich habe mir auch eine Miso-Suppe gemacht. Also nur so ganz, ganz leicht, so unter 70 Grad, glaube ich, und ungefähr. Ist jetzt schon wieder fast kühl. Und die Suppe ist ja so. Ja, mit Miso und ja, ein Cayenne-Tropfen. Weil ich habe jetzt einfach Lust auf ein bisschen was Herzhaftes. Ja, Tag Nummer 4 ist jetzt zu Ende. Eigentlich schon Start Tag Nummer 5, weil es ist jetzt schon, glaube halb zwei oder so, schon wieder ziemlich spät. Ich war ziemlich lange, also bis um 9, von um 3 bis um 9, glaube ich, in der Sauna mit einer ehemaligen Patientin. Das war richtig schön. Wir lagen lange draußen, haben viel geredet und die Saunagänge taten auch richtig gut. Hab mir meinen Saft mitgenommen und gefiltertes Wasser, damit ich halt auch das, was ich schwitze, dann wieder zuführe. Ja, war auf jeden Fall sehr entspannt. Das ist ja beim Entsaften, sag ich schon, ja, bei so einer Entsaftungskur eigentlich auch wichtig. Vor allem, dass man viel Ruhe hat. Und das habe ich mir heute gegönnt und das tat richtig gut. Und bin jetzt eigentlich auch noch ziemlich fit. Aber da wir morgen dann noch auf dem Festival wollen, ja, heißt es jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja, heute ist Tag Nummer 5. Heute gibt es hier wieder ein bisschen Salat aus dem Garten, Zitronenmelisse. Hier sind noch ein paar Johannisbeeren versteckt. Hier auch nochmal Johannisbeeren. Hier Mango und ein zermatschter Pfirsich. Der war echt schwer von der Schale abzubekommen. Und ja, natürlich wieder Brennnesseln. Ja, und das gibt es gleich als Saft. Das ist ein bisschen glitschig. Mango. Und Pfirsich. Ja, den Salat und Zitronenmelisse. Ah ja, und Giersch war noch dabei. Giersch. Ja, so sieht jetzt der fertige Saft aus. Ein bisschen regenbogenmäßig. Rot von den Johannisbeeren, Mango, Pfirsich und oben schön die Wildkräuter. Und ja, den gibt es dann heute an Tag Nummer 5. So, wir sind jetzt schon ein paar Stunden hier auf dem Rockharz. Ja, heute gab es ja bis jetzt nur Melone und ein bisschen Wasser. Jetzt wird es Zeit für meinen Saft, den ich heute früher zubereitet habe. Das ist kurz vor 7. Habe jetzt schon so ein bisschen Hunger, also ist praktisch jetzt mein Spät. Nachmittag, Snack und Abendbrot zugleich. Prost! Ich glaube, ich habe was auf der Nase. Hm? Mal probieren? Boah, diese Plörre, ja? Frische Johannisbeeren mit Wildkräutern. Oh ja, die Brennnesseln schmeckt mal richtig gut raus. Das ist richtig toll, richtig lecker, richtig Energie. Ich glaube, du bist die einzige Person auf dem Festival, die das heute trinken wird. Mhm. Schon Wahnsinn, wenn man überlegt, dass hier 10.000, 20.000 Leute sind. Normalerweise ja viel Bier und Alkohol getrunken wird. Viel Bier ist untertrieben. ja, mit meinem Saft. Warum trinken wir eigentlich keinen Alkohol? Weil ich doch was mache. Okay. So, gibt es eine kleine Melone? Ja, gut, in deinen Händen sieht sie ziemlich groß aus. Nee, es passt. Na? Dinosaurier-Ei. Noch einmal drumherum. Boah, ja, voll gesaut, jetzt, ey. Jetzt geht das. So, aber jetzt. Einmal drehen. Wow! Ja, herrlich. Herrlich, oder? Ja, total. Festival-Melone. Weil gibt ja für mich momentan ja nur Saft. Aber Melone ist auch okay. Ja, deswegen werde ich mich die nächsten Tage jetzt mit Melone durchschlagen und meinem Saft, den ich noch zu Hause gemacht habe. Boah, also ich habe jetzt hier einfach mal diese Melone aufgerissen. Ich habe mit dem Messer reingestochen und hat die ein bisschen geknallt. Bam.
Und jetzt habe ich es einfach mal aufgemacht. Ich glaube, also ich gehe stark davon aus, dass sie dann auch sehr lecker schmecken wird. Die ist dann also voll reif. Susi, teste doch mal. Moment, die ist richtig voll reif, ne? Mhm, war richtig lecker. Ich habe jetzt 7 Tage Saft gefastet und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich hätte zwar noch ein paar Tage dranhängen können. Ja, auf jeden Fall möchte ich jetzt nochmal so ein kurzes Resümee geben, wie es mir insgesamt ging während des Saftfastens. Also insgesamt ging es mir gut, ich habe mich energiegeladen gefühlt. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, nochmal so den Reset-Knopf gedrückt zu haben. Also Altbelasten bin ich nochmal gut losgeworden. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder ein besseres Gespür für Salz und für Zucker. Brauche ich jetzt wieder weniger, also weniger Datteln, weniger Bananen, wieder mehr Wildkräuter. Ja, auf jeden Fall kann ich Saftfasten insgesamt nur empfehlen. Ich hatte jetzt keine Tiefs, die manche so beschreiben, die sie beim Saftfasten haben. Also insgesamt kann ich es wirklich nur weiterempfehlen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch mal so kurz zusammenfassen, worauf es wirklich ankommt beim Saftfasten, was anders ist als beim Heilfasten. Also beim Saftfasten, habt ihr ja gesehen, gibt es nur frisch gepresste Säfte. Kann ich auch mehr empfehlen als pasteurisierte, die man so im Laden zu kaufen gibt. Die haben nicht mehr die Vitamine und Mineralstoffe, die der Körper letztendlich braucht. Man kann auch in den Laden gehen und sich frisch gepresste Säfte kaufen. In Großstädten gibt es das wohl. Ist aber natürlich auch eine Sache des Geldes. Also ich würde immer bevorzugen, das selber zu machen, weil man sich dann auch intensiver selber mit seinen Lebensmitteln auseinandersetzt und dann auch im Nachhinein einen gesünderen Lebensstil, ja, den Einstieg einfach hat, sich viele Sachen selber zu machen, anstatt zu kaufen. Ja, auf jeden Fall kann ich empfehlen, das auch immer noch mal zu unterstützen mit Chlorella, mit Spirulina, mit Entspannung. Ich habe ja Saunagänge gemacht oder Einläufe oder basische Bäder. Damit kann man nochmal die Entgiftung gut unterstützen. Was nochmal zu sagen ist zu dem Fastenzeitraum. Ich habe jetzt ja 7 Tage gemacht. Man kann das natürlich auch nochmal länger praktizieren, also bis zu 2 oder 3 Wochen. Dann hat man natürlich noch einen größeren Effekt. Was ich gemerkt habe noch, ist ja noch ein Vorteil des Saftfastens oder des Fastens als allgemein, dass man Gewicht verliert. Dazu ist zu sagen, man verliert aber nicht nur Fett, sondern auch viel Wasser und Muskelmasse. Deswegen ist es wirklich gut, auch weiterhin Sport zu machen, also leichte Kräftigungsübungen, Ausdauertraining, damit sich die Muskulatur nicht so abbaut. Und dadurch werden ja natürlich auch nochmal Endorphine ausgeschüttet, also während des Fastens und auch beim Sport. Deswegen ist das insgesamt auch für einen guten Lebensstil immer zu empfehlen. Ja, was natürlich auch wichtig ist zu beachten ist, also bevor man fastet, erstmal eine Vorbereitungszeit einzulegen, also von mindestens einem Tag, dass man sich vorher schon rein pflanzlich ernährt, die ganzen Genussmittel weglässt, also wer Kaffee trinkt, keinen Kaffee mehr trinken oder irgendwelche Aufputschmittel nimmt oder irgendwelche Fertigprodukte, dass man wirklich frisches Obst, frisches Gemüse isst, möglichst Rohkost, ungekocht, ja, vielleicht auch Suppen nur noch abends isst, bevor man dann den ersten Saftfastentag startet, so habe ich das zumindest gemacht, dann fällt das Saftfasten an sich oder das Fasten auch nicht mehr so schwer. Also mir persönlich ist es auch nicht schwer gefallen insgesamt, weil ich wusste, ich schaffe das, ich ziehe das durch, der Wille ist wirklich entscheidend, deswegen habe ich das auch ganz gut geschafft. Also ich hatte keine Fastenkrisen gehabt, mein Kreislauf hat auch ganz gut mitgemacht, also bei manchen habe ich das gelesen, kann das wohl auftreten, dass man Schwindel bekommt oder Kopfschmerzen, das war bei mir überhaupt nicht der Fall, mir ging es insgesamt sehr gut. Was auf jeden Fall auch noch zu sagen ist zur Nachbereitung des Fastens, das sogenannte Fastenbrechen, dass man da nicht sofort wieder reinschaufelt, irgendwie in den nächsten Pizzaladen oder Dönerladen geht oder sich 3 Kilo Kartoffeln reinpfeift. Das wieder langsam zu starten, also mit einem gesunden grünen Smoothie oder mit vor allen Dingen viel Rohkost. Nur so kann man dann auch wirklich, ja, die ganzen positiven Effekte, die das Fasten hat, auskosten.
und findet in einen gesünderen Lebensstil hinein, indem man so einige Sachen mit übernimmt. Ja. So, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ihr könnt mir ja selber nochmal unten in die Kommentarbox reinschreiben. Habt ihr auch schon mal Sackfasten gemacht? Was sind eure Erfahrungen? Positiv, negativ? Was waren eure Veränderungen, die ihr festgestellt habt? Würde mich freuen und dann bis zum nächsten Videos. Ciao!